Ja, Freunde der Dämonenausrottung. Willkommen zurück bei Avencast. Ich muss mir jetzt mal ein paar neue Opening-Sprüche überlegen, Alter. Und jetzt werde ich nochmal ganz geschwind hier zurückrennen. Ich will nämlich schauen, ob man nicht... Moment. Ja. Ob man nicht... da mit dem gestohlenen Stab noch irgendwen anreden kann in dem Raum. Ich will mir ja hier keine Nebenquest entgehen lassen. Warte, ich muss mal kurz auf die Uhr schauen. Aha, aha, ja. Und darum schauen wir jetzt dann nochmal, ob wir da irgendwen finden. Der uns da nicht irgendwas zu dem Stab sagen kann. So, was haben wir denn hier noch für Menschen? Ist da irgendwer mit einem Quest-Symbol? Nein. Hey, sag mal, darf ich jetzt die ganzen Menschen da nochmal anreden? Menschen. So, wen haben wir da? Ah, da bist du ja wieder. Danke nochmal. Ich habe gehört, dass du in der Zwischenzeit deine Abschlussprüfung gemacht hast. Gratuliere. So, ich muss jetzt weiter an meinem Zauber basteln. Dieses Herumsitzen in diesem Raum gefällt mir ja gar nicht. Aber die Dämonen da draußen sind auch keine gute Alternative. Nee. Da hast du wohl recht, Alter. Und so, ja okay, so unsympathisch ist der Typ mir gar nicht. Mein Gott. Obwohl irgendwelche anderen Akademien auf ein... Fuck off. Ich will den Typen. Irgendwer wird mir doch hier was sagen können. Ich hoffe, diese Dämonen verschwinden bald wieder. Die sollen dahin... Ja, ich weiß. Dolcina sollte wirklich nicht so ein Theater machen, nur wegen eines Imms. Sie kann doch froh sein, dass sie am Leben ist und es hierher geschafft hat. Ein rosa Imm kann sie doch immer wieder beschwören. Ja, ja, ja. Wo diese Dämonen wohl alle herkommen? Das scheint ja eine ganze Armee zu sein und plötzlich waren sie überall. Mann, ey. Wo ich nur meinen Stab verloren habe. Ah! Habe ich dich schon gefragt, ob du ihn irgendwo gesehen hast, junger Schüler? Ah ja, genau, du bist ja gar kein Schüler. Ich habe es gefunden, bla bla bla. Ich bin Meister Scorpius. Aha. Ein Meister Scorpius meint das Icarus, okay. Icarius? Icarius. Icarius ist schon ein wenig seltsam. Seit er in der Bibliothek arbeitet, traut man sich da gar nicht mehr hinein. Aber dass er ein Dieb ist, kann ich mir kaum vorstellen. Trotzdem, falls es wirklich stimmt, was Scorpius da schreibt, möchte ich nicht, dass mit meinem Stab irgendetwas Unrechtes angestellt wird. Aber was soll ich nun dagegen tun? Ich kann diesen Raum ja nicht verlassen. Ich helfe dir schon, mein Freund. Das wäre natürlich ein Angebot. Nachdem Icarius nicht hier ist, glaube ich, dass er sich wohl in seinem Gemach verschanzt hat, wenn er noch am Leben ist. Das ist im Trakt der Seelenmagier. Er hatte da so eine Statue, an der ich ihn einmal herumwerkeln sah. Ich vermute, es gibt da noch ein geheimes Hinterzimmer. Aber sprecht mit niemandem darüber. Wir wissen ja nicht, ob diese Anschuldigung überhaupt stimmt. Na gut, ich habe jetzt gehofft, dass... Moment. Ja, ja, ja. Ich hätte bis jetzt noch keine Zeit. Ich hatte ja gehofft, dass das jetzt irgendwie in dem Gästetrakt zu finden ist. Aber okay, dann... So, die verkaufe ich jetzt, die Teile, weil... Das auch. Damit ich dann nicht nochmal die Gästecharakter, wie gesagt, abarbeiten muss, aber... Naja. Na schön, dann finde ich den halt auch im Trakt der Seelenmagie. Aber egal, dann kann ich jetzt zumindest mich noch kurz hier leer... Oder kann Aura... Hier leer verkaufen, ja... Seelenmagie, nee. Ah, das war mein voriger Gürtel vorhin, glaube ich. Aber egal, das ist schlecht. Nee. Nee. So. So, hast du jetzt hier irgendwas Schönes für mich im Angebot, hä? Ah, das ist das Zeug, was ich... Nee. Ich
kaufe mal noch 3 von denen. So, kann ich schaden. Da Seelenmagie. Ja, weil das ist schon wieder rüstungstechnisch wieder voll am Boden. Schaut euch mal an, immer diese Seelenmagie-Sachen haben immer so niedrige Rüstung, Alter. Ich hab keinen Bock, das zu kaufen irgendwie. Blutmagie. Maximal das Mana. Alter, ich finde hier tatsächlich geileren Scheiß, als dass ich den hier kaufen könnte. Aber ist egal. Dann wollen wir mal für Gorlin da weiter diesen Schlüssel suchen. Ja. Jetzt habe ich zumindest wieder Platz in meinem Inventar und kann da ungeniert alles mitnehmen. Oh, ich habe ja gleich wieder ein Level up. Geht ja verdammt schnell. Noch irgendwas übersehen? Nee. So, Leute. Da ja nur solche Adepten sein scheint, gibt's jetzt auf die Fräse. Bam, 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 bam. Oh, habe ich dich trotzdem erwischt? Das tut mir aber leid. Oh, yeah. Hey. Oh. Da, Mondsilberne, gravierte... Moment, die muss ich mir mal anschauen. Die haben zwar nur Rüstung. Oh. Mein kleiner Seelenmagier-Magier-Freund. Seelenmagier-Magier-Freund. Alter, die Magier sind einfach zu kurz eingefroren. Das ist unerhört. Aber das ist egal. Du kannst mir nichts entgegensetzen. Zack. Alter, wie geil. Dick, die immer in Cash bestückt sind. Hier ist ja voll edel. So, ach ja. 10, 6. Mondsilber graviert. Das sind die Leichen, die ich habe. Ach, vergiss es. Okay. Aha. Nee, 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 nee. Jetzt wollen wir mal gleich vergessen da. Jawohl. So, bevor du den jetzt heilen kannst. Scheiße. Ja, jetzt egal, ich will, dass du stirbst. So, so und da sollte reichen für dich. So, schon wieder Level up, hammer geil. Ach verdammt, das wollte ich gar nicht, sondern... was haben wir denn jetzt für eine Stufe da? Stufe 19, ja, genau, dann... Ach, Blutmagie braucht keinen... So... Das Zeug will ich auch nicht haben. Ich will, wenn dann den... Ah, noch eine Stufe, ja, dann... Immer hier mal... das hier wieder hier reinsetzen und da wir ständig an Lebensmangel leiden, das jetzt hier so gemacht, so. Lol. Komm ich ja nach draußen, Alter. Ja, komm du mal hier alleine rein, kein Problem. Alter, was ist denn hier los? Na Junge. Aha, nächster, der nächste bitte. Und der nächste. Hau doch nicht ab. Ach, komm schon. So, ihr glaubt dran. Diese miesen Hunde machen ganz schön Schaden, ey. Oh. Die mit ihrem Verfolgerdinger da immer. Oh. Komm, hör mal auf damit, ey. Ich bin so ein dummer, scheiß, ekliger Hund und spring die ganze Zeit da an. Jetzt gehst du gleich drauf, ey. Fuck. Da, die werden schon wieder geheilt, ey. Oh. Alter, Mann, ich sehe hier gar nichts. Was ist denn hier für komischer Dunst, Junge? Was ist hier für komischer Dunst? Ach, verdammt, Alter. Ich achte gar nicht auf mein Leben. Wie die hier reindrücken, Alter, mir. Kannst du mich nicht mal heilen, bitte? Was abgeht hier? Oh, oh, oh. Man könnte
könnt ihr erstmal verrecken hier. Alter, wie ist die mir ergeben, Alter? Und wie wenig ich hier sehe, ist vor allen Dingen der Spaß. Da. Wieder der dicke Spacko. Bäm. Ja, Alter. So. Alter, wie ich es hier kriege, Alter. Ach, hier Shifts, Alter. Jetzt check ich das erst. Ah. Wie man hier nichts sieht wieder. Und da ist schon wieder so ein Penner. Wo ist der? Ah, da. Leute, ich wollte mich gerade wegrollen, ey. Das ist ja unfassbar. Komm. Mann. Ja, ja. Aha, da hinten ist... Ist hier noch irgendwas zu finden, ey? Nee. Wir werden möglichst gut alles absuchen, den ganzen Garten. Ja. Damit ich hier auch ja nichts übersehe. Was geht hier noch? Gar nichts geht hier. Rein gar nichts. Ja? Naja. Get, Alter. LOL. Oh nee. Naja, zum Kosten nur 20, ey. Spend einfach zu sehr auf die Tasten drauf, ey. Mann, hier gibt's gar nichts in dem Garten. Das ist aber ein bisschen öde, Mann. Aber drüben müsste auch schon der Schlüssel sein. Ich ja sehr... ja sehr schön, dass die im Gästetrakt hier ihren eigenen toter Magier. Goldener Schlüssel, Brief zum Golden Käfig. Alter Vater, was hier abgeht. Was sollen die Dinger denn bringen, ey? Moment mal. Finde ich ja sehr schön, dass die im Gästetrakt hier ihren eigenen... Was ist das für Trash? Ihren eigenen Garten haben, ja. Mein lieber Freund Qualos, oder wie der auch heißt, ich hoffe, dass du viel Freude mit diesem güldenen Käfig haben wirst. Ein Juwel der Handwerkskunst aus Yuan. Vielleicht gelingt es mir, dir später noch eine yuanesische Nachtigall zu schicken, damit dir das schöne Stück nicht von einem Neider gestohlen wird. Habe ich es mit einem passenden Schloss versehen. Aha. Bewahre den Schlüssel immer gut auf. Mit herzlichen Grüßen aus Yuan, Erzmagus, Hinuau oder so. Alles Klärchen. Dann kann ich jetzt mir diesen geilen Käfig klauen. Ja. Erstmal wir hier drüben noch reinschauen. Oh. So, bevor der geheilt wird, gehst du sofort drauf, bitte. Die komischen Fliegen können wir auch nicht gebrauchen. Nee. So. Ja. Komm, hör mal auf, diesen Schrotter zu beschwören, ey. Das bringt sie doch gar nicht. Ja, die Fliegen sind schon viel besser. Die hauen mir zumindest noch was an Schaden rein. Alter. Weg damit. Mm. So, haben wir hier noch irgendwas Feines? Aha. Ja, das gleiche Bild habe ich schon gesehen, ey. Verarschung. Blutmagie brauche ich nicht. Ja, dann wollen wir jetzt mal diesen Käfig da uns besorgen. So. Ja, renn doch. In welcher Lounge war der denn nochmal? Ach, der wird wahrscheinlich eh angezeigt. Ah, da gleich bei hier drüben. Na schön. Hier müsste der doch sein. So, goldener Käfig Hammer. Dann wollen wir unser Diebesgut da mal gleich zurückbringen.
Und dann sollten wir alles gemacht haben. Wir könnten eigentlich mal den Trakt der Seelenmagie starten. Schauen wir mal. So, mein Freund. Hast du denn schon etwas gefunden? Oh, danke. Du bist wirklich ein guter Freund. Nun werde ich dich ganz fest belohnen. Naja, wozu brauche ich den Käfig? Ich möchte mir ein paar nette kleine Haustiere zulegen. Aber wenn du mehr darüber wissen willst, hätte ich da schon noch einen kleinen Auftrag für dich. Du bekommst dann natürlich wieder eine tolle Belohnung. Erzähl mir lieber erstmal, warum es dabei? Naja, es ist so, dass es im Feenland ganz liebe kleine Tierchen gibt. Die heißen Shimakus. Und die würde ich gerne fangen, aber dazu müsste ich ins Feenland. Und ich als Gnome, weißt du, Gnome sind dort nicht so willkommen. Aber wenn es dich interessiert, könnte ich dir zeigen, wie du ins Feenland kommen und die netten Shimakus fangen kannst. Was das für ein Penner ist, okay. Aber ich würde dir gerne dabei helfen. Es gibt da einen kleinen magischen Brunnen im Garten des westlichen Gästetraktes. Wenn du da eine Feenmünze hineinwirfst, öffnet sich ein Tor ins Feenland. Es ist ganz schön doch, das wirst du sehen. Und da gibt es auch die netten kleinen Shimakus. Sie mögen am liebsten süße Birpfe. Damit kannst du sie in den Käfig locken. Ich gebe dir die Münze mit. Es wird dir bestimmt gefallen im Feenland. Dort ist es viel schöner als hier. Birpfel, ist klar. Okay. Na gut, ich bin ja schon gespannt, aber genau. Alter, ich hab gesagt, du sollst handeln. Schön, dich wieder an meinem... Okay, dann... Der Seelenkraft, die muss ich mir mal kurz anschauen. Der Rest war aber nix, ne? Blutmagie. Das Zeug will niemand. Ach ja, die kann man ja schneller verkaufen. Ja, ich habe schon 19.000, ja. Gar nicht wissen, was passiert, wenn ich den Händler da rufe. So. Blutmagie, Seelenmagie, mein Gott. Nein, die sind mir immer noch zu stark. Schön, ne? Dich wieder an mein... So, weg mit dem Trash. Blutmagie. Nee. Da, wie sind die da zum Beispiel? Die sind ein bisschen schlechter, aber haben maximales Mana und Leben, und Seelenmagie. Und die kosten nur 1000. Aber ich weiß es nicht, man. Unsere bestückte... Ach komm, Alter. Wieso hat der nur so Scheiße? Das kann doch gar nicht wahr sein. Meisterstiefel der Arkanaura. Da. Die sind zumindest besser als meine. Maximales Mana. So, die kaufe ich mir jetzt. Oder? Moment, nochmal vergleichen. Der Arkanaura plus 3, maximal bla bla bla. Ja, die werden jetzt gekauft. Einfach nur, weil das jetzt der... Oh. Das ist der erste scheiß Rüstungsgegenstand, den ich mir hier bei dem Dude besorge. LOL. Ah, ich dachte 25.000, ja. So, und die sind jetzt wohl ein bisschen besser zumindest mal. Alter. Ja, wohl nicht wahr sein. Was ist das hier eigentlich nochmal? Schulbuch zum Wesen der Magie von auf Eldencast. Okay. Schau ich mir noch kurz mal an. Alter. Aha. Boah, das will ich jetzt noch nicht alles vorlesen oder durchlesen. Okay, wer sich das durchlesen will, bitteschön, aber... Ne? Aber ich habe jetzt keinen Bock, gerade. Es dauert mir einfach zu lange. Und jetzt heißt es ins Feenland, oder wie war das gerade? Der verschwundene Stab... Ah, das ist ein Trakt der Seelenmagie, da will ich noch nicht hin. Wirf die kleine Feenmünze, die Gold dir gegeben hat. Genau, da müssen wir jetzt in den anderen Gästetrakt, wo ich schon mal kurz war. Dann nichts wie hin, würde ich mal sagen. Ach, da bin ich falsch.
Ja, dann schauen wir mal. So, was haben wir denn hier? Ah ja, war ich ja schon mal, genau. So. Dann schauen wir mal da rein. Ja, er war schon wieder raus. Wie wir eigentlich fast denken können. Piu. Aua. Ja, Junge, gibt es mir mal nicht zu hart, ja? Alter. Die sind vielleicht nervig, Junge. So, das ist schon nicht mehr überlebt. Mann, seid ihr nervige. Man. So. Aha, da haben wir noch ein bisschen Loot. Glitterstiefel der Eisernen Aura. Ich glaube, das sind schon wieder die Dinger, die wir anhatten. Nummer 3, glaube ich. Da irgendwelche Blutmagierhandschuhe, will niemand. Der hier kleinen miesen Hunde. What? Alter. Ich krieg's aber auch gut, Alter. Schon wieder, Alter. Die Gärten scheinen gut bevölkert zu sein hier. Du bist drauf. Alter. So. Ja, spuck du mal. Na, zumindest hatte ich diesmal Schaden, Alter. War nämlich schon... LOL! Hast du mir schon wieder eingegeben, Alter. 40 Gold wieder mal weg. Aber was soll's, Alter. Ich muss mir manchmal angewöhnen, die Tasten da nicht so wahllos zu spammen. So. Ich komme dann nämlich immer gleich auf die Tasten da drunter für die Tränke, Alter. Das ist so nervig. Aber keine Ahnung. Wie schlecht man hier draußen sieht, ey. Naja. Das sieht mir nicht so geil aus. Hat sich natürlich nochmal angeschaut. So, da gibt's mehrere. Oh. Ey. Da gibt's mehrere Möglichkeiten. Und da habe ich schon wieder einen gesoffen, ja. Entweder mir passiert's nicht oder mir passiert's, ey. Wenn's mir passiert, dann richtig, Alter. Aber naja. So, Leute. Aha. Das scheint mir doch dieser Feenbrunnen zu sein. Aber ich glaube, ich werde erstmal den... Aua. Ich glaube, ich werde erstmal den kompletten Traktor erforschen. Ja. Aber nicht mehr jetzt, sondern in der nächsten Folge, ja. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage ciao.